Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Verrat an meiner Person! An meiner Person! Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht kapitulieren. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren, eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Sektor ist clear! Das war ein Befehl! Not clear! Not clear! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Ziele nehmen. Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Dieser Fußsack, dieser Schumacher-Anzug. Ein paar Vanillen von uns! Was hat er daraus gemacht? Dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! An meiner Person! An meiner Person! Fink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber wir müssen noch da eiskalt sein. Dass diese kulturlosen Besten in Europa überschwemmen. Deck 4. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan.
Was sie mit ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Dann suchen Sie ihn! Anders kann man das nicht machen. Das war ein Befehl! Der Augenkreis-Steiger war ein Befehl! Wer sind Sie? Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Da bin ich gerade verlogen! Jeder hat mich verlogen, soweit ich das weiß! Die gesamte Generalität ist in zwei Gassen Haufen! Jeder dreißiger Treue oder Feiglinge! Vielleicht kann ich zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verwichten, Feiglinge, Verräter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Gestalt des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahre lang hat das Militär Schuld überliefert. Ich hatte gut daran getan. Von daher meine Offiziere legitieren zu lassen, wie Stalin. Ich wurde hier von der Akademie. Doch habe ich allein noch ein bisschen das Geld ganz Europa erobert. Verräter. Von einem Anfang an bin ich so vergangen und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt im deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Sofa in ihrem eigenen Blut. Nimmst zur Not aus einem abgestellten Fahrzeug. Ich brauche keine mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Nimmst zur Not aus dem abgestellten Fahrzeug. Ich brauche keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach, ich weiß nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle will ich damit lieber warten. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mein Führer, du bist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Auf welchen Kräften, mein Führer?
Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Drehtag habe. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Oktav, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Und? Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Sie. Ah, ja, wurde mir billete. Was sagen Sie? Hören Sie den Beschuss nicht? No, 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 no.
che le... quello che devi assolutamente fare è metterti in salvo con i ragazzi. Devi passare subito il confine con i ragazzi, e questa è la cosa più importante. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Rachele, senti. Certo. Sì. Ho deciso. Io seguo il mio destino. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Tu sei la sola donna della mia vita che abbia amato. Ist der Russe schon so nah? Addio, Rachele. Ma müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Ist die 9. Armee verloren? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät. Hebel, kommen Sie doch mal hier bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Das ist gut. Lieber Himmler, mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's noch? Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Grafenbeiler dort. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und dann euch ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschern ein. Und holen Sie mir Fegelein! Führer, ich weiß nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!
Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Lass mich los, du Kanner, gern mich ein. Stehen bleiben. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. When I... Don't watch it. Ist das Laufen bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Fink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Surprise, motherfucker!
Dann nimmst du dir die probability of that is 10,003 to 1. Surprise, motherfucker! Chiaro che da questo momento in poi io riprendo piena libertà d'azione con i tedeschi. Io rimango qui! Resta qui anche lei! Chi crederà che ti faccia? Io! Ci sono le What the fuck? Das heißt, mein Fehler
Aber mein Führer, die 12 Armee marschiert nach Westen ins Gelbe. Dann fall die Armee! Herrmann! Was hat er denn gesagt? Ach, ja, mein Führer! Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Gesetz habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur der Archen stets jedes Mitgefühl versagt. Es verrat gegen die Natur. Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ist die 9. Armee verloren? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände, wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Dann soll die Armee kehrt machen. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes.